Die Sendung heißt Cheerful Resistance und sie wird gesendet über den Sender der Freien Radikalen Ideen. Und heute bei Rainer Crispel, dem Musikarbeiter, unterwegs zu Gast im kleinen Sendestudio. Laut fragen Didi Disco. Hallo. Und Maren Ramann. Hallo. Das alles war irgendwann, irgendwo zuvor. Das alles blieb vor dem eisernen Tor. Wir sprechen über Lautfragen und Ihr neuestes Werk Facetten des Widerstands. Und wie habt ihr euch denn gefunden, ihr zwei? Ich tue ja schon lange eigentlich historische Texte vertonen mit der Ziehharmonika. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte mal jetzt das, was anderes probieren und würde total gern gerade diese Texte aus dem Widerstand, Texte aus KZ einfach mal anders aufarbeiten, um sie auch einem anderen Publikum nahezubringen. Dann hat der Didi gleich gesagt, ja, ich mache Musik, lass uns das doch probieren. Hey, du da! 3 Meter zurück! Kleiner Startnachteil! Auf die Plätze! Fertig! Los! Haben wir uns einfach ein Backen Bücher genommen und haben dann lange und hunderte Gedichte durchsucht. Und eigentlich sind sehr wenige übergeblieben, weil sie, wie gesagt, sehr oft sprachlich extrem veraltet sind oder extrem depressiv sind und oder pathetisch bis zum Gehtnichtmehr. Also mich würde das ja wahrscheinlich als Musiker dann auch womöglich deprimieren. Also es sind Texte, die im KZ in extremen Leidenssituationen eigentlich geschrieben wurden, aber eigentlich war mir und dann auch uns immer wichtig, auch so was Mutmachendes dabei zu haben, einen utopischen Moment dabei zu haben, was Visionäres. Wir haben mit Deserteuren gesprochen, wir haben mit Geflüchteten gesprochen. Es geht um Exil, es geht um ganz verschiedene Formen von Widerstand, verschiedene Facetten. Also das heißt, das Widerstand, es gibt nicht den Widerstand, sondern es gibt tausende Widerstände sozusagen. Und das finde ich auch wahnsinnig inspirierend. Ja. Das ist ein schönes Teil. Ja, eigentlich wollte ich da für den Anfang unbedingt einen Synthesizer haben. Der ist nicht dahergekommen. Und dann haben wir das mit den Gläsern gemacht. Und das so fängt die CD oder die Platte an und so hört sie auch auf. Beim ersten Schritt in die Freiheit habe ich nicht alleine mit den anderen einen Schwur geleistet, dass wir alles daran setzen wollen, dass so etwas nie wiederkommt. Dass man Menschen verfolgt, dass man Menschen weil verfolgt, sie anders denken, weil sie anders denken, weil sie eine andere Farbe weil haben, sie eine andere, Farbe eine andere haben. Religion. Eine andere, ich habe Irma Trixack ja noch kennengelernt. Sie ist ja fast 100 Jahre alt geworden. Ich habe sie in einem Altenheim getroffen und war gleich fasziniert von dieser Persönlichkeit. Sie hat so gesprüht und liebt Musik. Und das war auch das, was Gefangene, die waren ja alle in Einzelzellen, und viele erzählen, dass es ihnen irrsinnig Mut gemacht hat, dass sie, wenn sie Musik gehört haben, und die Irma hat immer gesungen im Gefängnis. Niemals vergessen! Niemals vergessen! Niemals diese Zeit niemals vergessen! Diese Zeit vergessen! Die Menschen sollen das als Mann! Irgendwie geht mir der Schlurf ab. Ja.
die Schlurfs, die haben ja im Prater sehr viel gemacht und da habe ich ja ein Bild gefunden von einer Hochschaubahn. Augen, Nasen, Ohren. Ich hatte eigentlich schon richtig gute Augen. Dass die Augen da so im Prater quasi auftauchen. Ne? Ja, und dann eben die Messer so. Wir werden unsere Messer schwingen und St. Louis Blues wird erklingen. Wir werden unsere Messer gehört und dann kommt dieser Refrain, wo das alles vorübergeht. Und ich begann tatsächlich beinahe zu weinen, weil es so lebensbejahend war. Ich glaube, da ist auch ein Sprachsample drinnen im Schlurf. Ja, das gehörte zum Projekt auch dazu, dass wir eben Zeitzeugengespräche führen. Den Paul Wodicka, den kenne ich schon länger. Und zwar gab es und gibt es immer wieder Veranstaltungen zur gewaltfreien Befreiung Otterkrings. Es war eine junge Gruppe von Kommunisten und Kommunistinnen im Jahr 45. Die Rote Armee stand im Wienerwald und war bereit einzumarschieren. Die deutsche Wehrmacht hatte den Befehl, bis zum Letzten zu kämpfen. Und die haben dann gleich gesagt, hört's auf, ihr seid nur Kanonenfutter, Schluss, ja. Die Helly Neuhaus, die ich auch noch kennengelernt habe, die ist leider schon verstorben, die hat geholfen, Tausende von Zivilkleidern diesen desertierenden Wehrmachtssoldaten zu überreichen. Und dadurch war das natürlich viel leichter. Und diese Geschichte erzählt der Paul Wodicka gern. Und dann betont er immer, na, richtiger Schlurf ist er nicht gewesen. Die Mama war Schneiderin und die hat ihnen schon irgendwie witziges Gewand. Aber das Backel hinten, das hat er nicht gehabt, ja. Also die langen Haare, ja, ganz wichtig bei den Schlurfs. Das Ende vom Lied, also das zweite Teil, ist die Schlurfhymne. Die haben das gesungen, so? Ja, die haben das gesungen, so. Das also ist ein Lalle Andersen Durchhalteschlager, jetzt geht alles noch rüber. Okay. Einer der wenigen Songs, wo wir eigentlich gecovert haben, in dem Sinn. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Zuerst geht der Hitler und dann die Partei. Es geht alles vorüber, die AJ wird vergehen. Aber der Schluck, der wird immer geschehen. Es geht alles vorüber. Musik wollten wir doch eher vermeiden. Also solche Elemente haben wir dann oft dann schon gehabt oder wieder rausgenommen, weil das irgendwie den Texten widersprochen hätte. Die Schlurfs haben sich natürlich an der amerikanischen Popmusik, am Swing orientiert. Und da haben wir uns auch versucht, ein bisschen einzuhören. Und wir haben ja auch den Gastmusiker, der großartig uns bereichert hat, der Jakob Gniegler, wo wir auch gesagt haben, fällt dir was ein, dass du irgendwas so ein bisschen swingmäßig da jetzt reinbringst noch? Das macht das Lied auch total auf. Das ist so ein geiles Saxophon, hat man schon lange nicht mehr gehört. Kumba, das heißt Kampf. Das ist die Aufgabe eines jeden. Jeder Mensch, der normal denkt, muss gegen das kämpfen. Dann hat man mich geschnappt. Sehr gelungen finde ich ja auch dieser gelesene Text, dieser Combat quasi. Oder das ist ein Zeitzeugengespräch. Dann bitte ich um die Geschichte, das habt ihr aufgenommen. Ich bin gefragt worden, ob ich bei einer Gedenksteinverlegung, also diese Stolpersteine, ob ich dort Musik machen kann. Jedenfalls haben wir ihn so kennengelernt und ich habe dann den Didi angerufen und gesagt, du, ich habe dann, das ist eine urspannende Geschichte, ein Mann, der als kleiner Bub irgendwie aus Wien fliehen musste, sollen wir da auch ein Interview machen? Und er hat gesagt, ja, machen wir. Und ich habe dann schüchtern gefragt und er war in Purkersdorf, war er untergebracht bei einer netten Familie und da haben wir dann dieses Interview gemacht mit ihm über anderthalb Stunden.
Und das war dann natürlich auch nicht einfach, wie vertonen wir das, ja? Dass diese Geschichte irgendwie im Mittelpunkt steht und wir trotzdem musikalisch was dazu tun können. Da haben wir sehr getüftelt. Ihm hat das dann auch sehr gut gefallen, unsere Version. War mir ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Ja. Okay. Herbert Traube war eben dann im Widerstand in Frankreich und ist aber irgendwann dann doch in die Fänge der SS gekommen und war eigentlich im Deportationszug, der ihn im Endeffekt nach Auschwitz gebracht Wahnsinn. Hätte. Und hat es eben geschafft, durch die Belüftungsluke im Viehwaggon durchzukriechen und vom fahrenden Zug zu springen. Türe zu und drinnen im Waggon nur eine kleine Öffnung. Der Zug fährt los. Ich bin neben der Öffnung gestanden, hab Luft geschnappt, es war schon ziemlich heiß und hab rausgeschaut und dann ist mir eingefallen, ich steck den Kopf zwischen die zwei parallelen Stäbe da durch, draußen rausgeschaut, Luft geschnappt. Da hat einer hinter mir gesagt, weißt du, wenn der Kopf durchgeht, dann geht der Körper durch. Ich glaube, dass sowas ja eine große Wertigkeit von Facetten des Widerstands ist, dass man so im Grunde solche Anekdoten auch transportieren kann. Ja. Weil ich glaube, dass dieser antifaschistische Konsens, auf den sich die Republik Österreich vermeintlich beruft, ein sehr löchriger ist. Ja. Und ich glaube, das zeigt sich da ja wieder, wie wenig Role Models wir haben. Man gab ihr einen Spaten, um zu graben. Sie grub und wusste schon wozu. Sie weinte nicht. Sie schaute starr nach Osten. Da geht es um eine Partisanin, die fängt an zu schaufeln und dann wird ziemlich schnell klar, sie muss ihr eigenes Grab schaufeln und das ist schon sehr heftig, das ist wirklich so ein richtiger Tränensong irgendwie und da haben wir gedacht, wir brauchen noch was und haben dann einen Text von einem Kärntner slowenischen Autoren noch dazu genommen, das Text Upor, Widerstand. Und das ganze Song ist ja wie ein Soundtrack. Fast ein Hörspiel. Ein Hörspiel, ne? Mit allen Geräuschen haben wir nachgemacht. Mhm. Alles mit dieser wunderbaren Kinderschneeschaufel. Aha. Mit Mäuseaufkleber. Beeinflusst den Sound wesentlich. Schweigend zugeschüttet. Soldaten liegen finster in ihr Zelt. Die Landschaft aber sang in langen Nächten. Das Partisanenlied vom Kampf der Welt. Ich finde es einfach immer wieder wichtig, den Mut einfach nicht zu verlieren. Ja? Und da sind uns natürlich die Autorinnen und Autoren dieses Albums großes Vorbild. Ja? Ich meine, die waren noch viel beschissener, die Zeit damals. Und die haben gesagt, wir müssen was tun. Die Stunde findet sich bereit, kein Schritt. Der mich gereut. Ich weiß, mein Ringen und mein Leid sind Saatkorn einer neuen Zeit. Das heißt, auch ein Bewusstsein dessen, dass ich jetzt strauchelt und kämpfe, sage ich aber, hey, wenn ich das aber tue, dann ist es. Ich meine, das ist ja, das gibt schon jetzt ganz unmittelbar Kraft, sogar ohne den historischen Kontext, finde ich. Das haben wir ja eigentlich mit einem Video, weiß nicht, ob du es gesehen hast, also wo wir tatsächlich ein Mädchen genommen haben und das so eine Transformation durchmacht. Also, ja, ja.
autoritären Charakter sozusagen oder untergeordneten Charakter sich dann irgendwie daraus selbst befreit und am Ende ist es halt bei einer Demonstration, es war Fridays for Future, cool. Was man jetzt nicht so klar erkennen kann. Wir wollten es auch ein bisschen offen lassen, aber man erkennt es schon, wenn man genau schaut. Also so die Geschichte eines jungen Mädchens, aber gleichzeitig könnte es auch die Geschichte der Gesellschaft sein. Ne? Aha. Also mit, dass es so ein bisschen utopisches Potenzial hat. Wir sind das Morgen, Morgen wird heute. Ja, Rebellen des Morgen, da gibt es ein Geräusch, das ist haben wir ziemlich verzerrt, das ist eine singende Säge, kommt davor. Der hat die Sarah Pölzl eingespielt, eigentlich bei drei Liedern, beim Junge Partisanin, bei Vergessen und bei Rebellen des Morgen. Und bei Rebellen des Morgen läuft es dann noch durch unzählige Gitarrenverzerrer durch, gibt dem Lied aber was ganz Eigenes. Und eine andere Gastmusikerin haben wir auch eingeladen, die Friede Kund-Reiner, ist aus Kärnten extra angereist, weil wir wollten beim Schlurf einen Cello-Klang dazu und auch bei Staub von Städten. Staub von Städten ist irgendwie die Ballade des Albums. Da hast du sehr dafür gekämpft, dass es so ruhig bleibt. Der Text ist einfach wunderschön, in den haben wir uns gleich verliebt. Also für mich ist das ein Song für alle Menschen, die flüchten müssen, die sich auf Reise begeben müssen, egal aus welchen Gründen, und das Alte zurücklassen müssen und sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Staub von Städten ist mir noch geblieben, von den vielen Straßen, von den Träumen. Großteil der österreichischen Musiker und Musikerinnen kämpft halt als Verleger und so weiter und sein eigener Vermarkter dahin. Ja, tatsächlich hat bei euch dieses wunderbare Label aufgezeigt und gesagt, wir wollen das machen, so wie diese Zeit. Die waren, ja, und die waren auch wirklich begeistert. Die sind auf Post-Punk, ist so ungefähr ihre Richtung, und die haben gesagt, endlich was Politisches, das ist super, das wollen wir unbedingt gern machen, und das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ja, dadurch hat sich das auch ganz gut ergeben. Es waren dann immer so zwei, maximal drei Songs fertig. Die haben wir auch dann wirklich so erst entwickelt. Manche Texte waren auch von Anfang an gar nicht klar. Oder wir hatten mehrere Texte zur Auswahl und haben uns dann für einen entschieden, den wir dann noch aufnehmen. Ja, es ist mit der Zeit dann ein bisschen klarer geworden. Oder welches Lied fehlt jetzt in dieser Sammlung noch? Viele Sachen entstehen auch wirklich spontan. Ich schraube da am Synthi rum, bis die Marin sagt, stopp, das ist jetzt mal eine coole Line, bleiben wir mal bei der. Und dann schauen wir, welcher Text vielleicht dazu passt, und davon geht man weiter. Und der Text gibt die Stimmung vor, okay. Und wir überlegen uns, wie können wir die Stimmung und die Aussage dieser Geschichte am besten musikalisch umsetzen. Das heißt, dass drum eben eine Elektrobank drauf ist und eine andere Nummer, die eher an Ennio Morricone oder Filmmusik erinnert. Drum haben wir auch ein sehr breites Spektrum an musikalischen Stilen jetzt drauf. Wir freuen uns natürlich schon wieder auf Live-Konzert auf jeden Fall. Also jetzt wird es echt langsam Zeit.
Gestern trug ich lange Haare, heute ist mein Schädel kahl. Gestern trug ich einen Namen, heute trage ich eine Zahl. Und leise sind wir nicht. Die Sendung heißt Cheerful Resistance und sie wird gesendet über den Sender der Freien Radikalen Ideen. Und heute bei Rainer Crispel, dem Musikarbeiter, unterwegs zu Gast im kleinen Sendestudio. Laut fragen Didi Disco und Maren Rahmann. Hallo. Seele bebte, das alles war irgendwann, irgendwo zuvor, das alles blieb vor dem eisernen Tor. Wir sprechen über Lautfragen und Ihr neuestes Werk Facetten des Widerstands. Und wie habt ihr euch denn gefunden, ihr zwei? Ich tue ja schon lange eigentlich historische Texte vertonen mit der Ziehharmonika. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte mal jetzt das, was anderes probieren und würde total gern gerade diese Texte aus dem Widerstand, Texte aus KZs einfach mal anders aufarbeiten, um sie auch einem anderen Publikum nahezubringen. Dann hat der Didi gleich gesagt, ja, ich mache Musik, lass uns das doch probieren. Hey, du da! 3 Meter zurück! Kleiner Startnachteil! Auf die Plätze! Fertig! Los!
uns einfach ein Backen Bücher genommen und haben dann lange und lange und hunderte Gedichte durchsucht. Und eigentlich sind sehr wenige übergeblieben, weil sie, wie gesagt, sehr oft sprachlich extrem veraltet sind oder extrem depressiv sind und oder pathetisch bis zum Gehen nicht mehr. Also mich würde das ja wahrscheinlich als Musiker dann auch womöglich deprimieren. Also es sind Texte, die im KZ in extremen Leidenssituationen eigentlich geschrieben wurden, aber eigentlich war mir und dann auch uns immer wichtig, auch so was Mutmachendes dabei zu haben, einen utopischen Moment dabei zu haben, was Visionäres. Wir haben mit Deserteuren gesprochen, wir haben mit Geflüchteten gesprochen, es geht um Exil, es geht um ganz verschiedene Formen von Widerstand, verschiedene Facetten. Also das heißt, das Widerstand, es gibt nicht den Widerstand, sondern es gibt tausende Widerstände sozusagen. Und das finde ich ja auch wahnsinnig inspirierend. Ja. Das ist ein schönes Teil. Ja, eigentlich wollte ich da für den Anfang unbedingt einen Synthesizer haben, der ist nicht dahergekommen. Und dann haben wir das mit den Gläsern gemacht. Und das so fängt die CD oder die Platte an und so hört sie auch auf. Beim ersten Schritt in die Freiheit habe ich nicht alleine mit anderen einen Schwur geleistet, dass wir alles daran setzen wollen, dass so etwas nie wiederkommt. Dass man Menschen verfolgt, dass man Menschen weil sie anders denken. Weil sie anders denken. Weil sie eine andere Farbe haben. Weil sie eine andere Farbe eine andere Religion. Haben. Eine andere ich habe Irma Trixack ja noch kennengelernt. Sie ist ja fast 100 Jahre alt geworden. Ich habe sie in einem Altenheim getroffen und war gleich fasziniert von dieser Persönlichkeit. Sie hat so gesprüht und liebt Musik und das war auch das, was Gefangene, die waren ja alle in Einzelzellen und viele erzählen, dass es ihnen irrsinnig Mut gemacht hat, dass sie, wenn sie Musik gehört haben und die Irma hat immer gesungen im Gefängnis. Niemals vergessen! Niemals vergessen! Niemals diese Zeit niemals vergessen! Diese Zeit vergessen! Die Menschen sollen das als Mahnung aufnehmen! Irgendwie geht mir der Schlurf ab. Ja. Die Schlurfs, die haben ja im Prater sehr viel gemacht und da habe ich ja ein Bild gefunden von einer Hochschaubahn. Augen, Nasen, Ohren. Ich hatte eigentlich schon richtig gute Augen. Dass die Augen da so im Prater quasi auftauchen. Ne? Ja, und dann eben die Messer so. Wir werden unsere Messer schwingen und St. Louis Blues wird erklingen. Wir werden unsere Messer gehört und dann kommt dieser Refrain, wo das alles vorübergeht. Und ich begann tatsächlich beinahe zu weinen, weil es so lebensbejahend war. Ich glaube, da ist auch ein Sprachsample drinnen im Schlurf. Ja, das gehörte zum Projekt auch dazu, dass wir eben Zeitzeugengespräche führen. Den Paul Wodicka, den kenne ich schon länger. Und zwar
gab es und gibt es immer wieder Veranstaltungen zur gewaltfreien Befreiung Otterkrings. Es war eine junge Gruppe von Kommunisten und Kommunistinnen im Jahr 45. Die Rote Armee stand im Wienerwald und war bereit einzumarschieren. Die deutsche Wehrmacht hatte den Befehl, bis zum Letzten zu kämpfen. Und die haben dann gleich gesagt, hört's auf, das, ihr seid nur Kanonenfutter, Schluss, ja. Die Helly Neuhaus, die ich auch noch kennengelernt habe, die ist leider schon verstorben, die hat geholfen, Tausende von Zivilkleidern diesen desertierenden Wehrmachtssoldaten zu überreichen. Und dadurch war das natürlich viel leichter. Und diese Geschichte erzählt der Paul Wodicka gern. Und dann betont er immer, na, richtiger Schlurf ist er nicht gewesen. Die Mama war Schneiderin und die hat ihnen schon irgendwie witziges Gewand. Aber das Backel hinten, das hat er nicht gehabt, ja. Also die langen Haare, ja, ganz wichtig bei den Schlurfs. Das Ende vom Lied, also das zweite Teil, ist die Schlurfhymne. Die haben das gesungen, so? Ja, die haben das gesungen, so. Das also ist ein Lalle Andersen Durchhalteschlager, jetzt geht alles okay. Rüber. Einer der wenigen Songs, wo wir eigentlich gecovert haben, in dem Sinn. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Zuerst geht der Hitler und dann die Partei. Es geht alles vorüber, die AJ wird vergehen. Aber der Schluck, der wird immer bestehen. Es geht alles vorüber. Musik wollten wir doch eher vermeiden. Also solche Elemente haben wir dann oft dann schon gehabt oder wieder rausgenommen, weil das irgendwie den Texten widersprochen hätte. Die Schlurfs haben sich natürlich an der amerikanischen Popmusik, am Swing orientiert. Und da haben wir uns auch versucht, ein bisschen einzuhören. Und wir haben ja auch den Gastmusiker, der großartig uns bereichert hat, der Jakob Gniegler, der, wo wir auch gesagt haben, fällt dir was ein, dass du irgendwas so ein bisschen swingmäßig da jetzt reinbringst noch? Das macht das Lied auch total auf. Das ist so ein geiles Saxophon, hat man schon lange nicht mehr gehört. Komba, das heißt Kampf. Das ist die Aufgabe eines jeden. Jeder Mensch, der normal denkt, muss gegen das kämpfen. Dann hat man mich geschnappt. Sehr gelungen finde ich ja auch dieser gelesene Text, dieser Combat quasi. Oder das ist ein Zeitzeugengespräch. Dann bitte ich Gespräch. Um die Geschichte, das habt ihr aufgenommen. Ich bin gefragt worden, ob ich bei einer Gedenksteinverlegung, also diese Stolpersteine, ob ich dort Musik machen kann. Jedenfalls haben wir ihn so kennengelernt und ich habe dann den Didi angerufen und gesagt, du, ich habe dann, das ist eine urspannende Geschichte, ein Mann, der als kleiner Bub irgendwie aus Wien fliehen musste, sollen wir da auch ein Interview machen? Und er hat gesagt, ja, machen wir. Und ich habe dann schüchtern gefragt und er war in Purkersdorf, war er untergebracht bei einer netten Familie und da haben wir dann dieses Interview gemacht mit ihm über 1,5 Stunden. Und das war dann natürlich auch nicht einfach, wie vertonen wir das, ja, dass diese Geschichte irgendwie im Mittelpunkt steht und wir trotzdem musikalisch was dazu tun können. Da haben wir sehr getüftelt. Ihm hat das dann auch sehr gut gefallen, unsere Version. Da waren wir ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Ja. Okay. Herbert Traube war eben dann im Widerstand in Frankreich und ist aber irgendwann dann doch in die Fänge der SS gekommen und war eigentlich im Deportationszug, der ihn im Endeffekt nach Auschwitz gebracht Wahnsinn. Hätte. Und hat es eben geschafft, durch die Belüftungsluke im Viehwaggon durchzukriechen und vom fahrenden Zug zu springen. Türe zu und drinnen im Waggon nur eine kleine Öffnung. Der Zug fährt los. Ich bin neben der Öffnung gestanden, hab Luft geschnappt, es war schon ziemlich heiß und hab rausgeschaut und dann ist mir eingefallen, ich steck den Kopf zwischen die zwei parallelen Stäbe da durch, draußen rausgeschaut, Luft geschnappt. Und da hat einer hinter mir gesagt, weißt du, wenn der Kopf durchgeht, dann geht der Körper durch.
glaube, dass sowas ja eine große Wertigkeit von Facetten des Widerstands ist, dass man so im Grunde solche Anekdoten auch transportieren kann. Ja? Weil ich glaube, dass dieser antifaschistische Konsens, auf den sich die Republik Österreich vermeintlich beruft, ein sehr löchriger ist. Ja? Und ich glaube, das zeigt sich da ja wieder, wie wenig Role Models wir haben. Man gab ihr einen Spaten, um zu graben. Sie grub und wusste schon wozu. Sie weinte nicht. Sie schaute starr nach Osten. Da geht es um eine Partisanin, die fängt an zu schaufeln, und dann wird ziemlich schnell klar, sie muss ihr eigenes Grab schaufeln, und das ist schon sehr heftig, das ist wirklich so ein richtiger Tränensong irgendwie, und da haben wir gedacht, wir brauchen noch was und haben dann einen Text von einem Kärntner slowenischen Autoren noch dazu genommen, das Text Upor, Widerstand. Und das ganze Song ist ja wie ein Soundtrack. Fast ein Hörspiel. Ein Hörspiel, ne? Mit allen Geräuschen haben wir nachgemacht. Mhm. Alles mit dieser wunderbaren Kinderschneesaufel. Mhm. Mit Mäuseaufkleber. Beeinflusst den Sound wesentlich. Die Leiche wurde schweigend zugeschüttet. Soldaten liegen finster in ihr Zelt. Die Landschaft aber sang in langen Nächten das Partisanenlied vom Kampf der Welt. Ich finde es einfach immer wieder wichtig, den Mut einfach nicht zu verlieren, ja. Und da sind uns natürlich die Autorinnen und Autoren dieses Albums großes Vorbild, ja. Ich meine, die waren noch viel beschissener, die Zeit damals. Und die haben gesagt, wir müssen was tun. Die Stunde findet sich bereit, kein Schritt. Der mich gereut. Ich weiß, mein Ringen und mein Leid sind Saatkorn einer neuen Zeit. Das heißt, auch ein Bewusstsein dessen, dass ich jetzt strauchelt und kämpfe, sage ich aber, hey, wenn ich das aber tue, dann ist es. Ich meine, das ist ja, das gibt schon jetzt ganz unmittelbar Kraft, sogar ohne den historischen Kontext, finde ich. Das haben wir ja eigentlich mit einem Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also wo wir tatsächlich ein Mädchen genommen haben und das so eine Transformation durchmacht. Autoritären Charakter sozusagen oder untergeordneten Charakter sich dann irgendwie daraus selbst befreit und am Ende ist es halt bei einer Demonstration, es war Fridays for Future, cool. Was man jetzt nicht so klar erkennen kann. Wir wollten es auch ein bisschen offen lassen, aber man erkennt es schon, wenn man genau schaut, also so die Geschichte eines jungen Mädchens, aber gleichzeitig könnte es auch die Geschichte der Gesellschaft sein, ne? Aha. Also mit, dass es so ein bisschen utopisches Potenzial hat. Morgen wird heute. Ja, Rebellen des Morgen, da gibt es ein Geräusch, das ist haben wir ziemlich verzerrt, das ist eine singende Säge, kommt davor. Der hat die Sarah Pölzl eingespielt, eigentlich bei drei Liedern, beim Junge Partisanin, bei Vergessen und bei Rebellen des Morgen. Und bei Rebellen des Morgen läuft es dann noch durch unzählige Gitarrenverzerrer durch, gibt dem Lied aber was ganz Eigenes.
Und eine andere Gastmusikerin haben wir auch eingeladen, die Friede Kund-Reiner, ist aus Kärnten extra angereist, weil wir wollten beim Schlurf einen Cello-Klang dazu und auch bei Staub von Städten. Staub von Städten ist irgendwie die Ballade des Albums, dass der sehr dafür gekämpft, dass es so ruhig bleibt. Der Text ist einfach wunderschön, in den haben wir uns gleich verliebt. Also für mich ist das ein Song für alle Menschen, die flüchten müssen, die sich auf Reise begeben müssen, egal aus welchen Gründen, und das Alte zurücklassen müssen und sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Staub von Städten ist mir noch geblieben, von den vielen Straßen, von den Träumen. In den Augen brennt der Staub und auf den Lippen blieb ein Nachgeschmack mir vom Versäumen. Der Großteil der österreichischen Musiker und Musikerinnen kämpft halt als Verleger und so weiter und sein eigener Vermarkter dahin. Ja, tatsächlich hat bei euch dieses wunderbare Label aufgezeigt und gesagt, wir wollen das machen, so wie diese Zeit. Die waren, ja, und die waren auch wirklich begeistert. Die sind auf Post-Punk, ist so ungefähr ihre Richtung, und die haben gesagt, endlich was Politisches, das ist super, das wollen wir unbedingt gern machen, und das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ja, dadurch hat sich das auch ganz gut ergeben. Es waren dann immer so zwei, maximal drei Songs fertig. Die haben wir auch dann wirklich so erst entwickelt. Manche Texte waren auch von Anfang an gar nicht klar. Oder wir hatten mehrere Texte zur Auswahl und haben uns dann für einen entschieden, den wir dann noch aufnehmen. Ja, es ist mit der Zeit dann ein bisschen klarer geworden. Oder welches Lied fehlt jetzt in dieser Sammlung noch? Sachen entstehen auch wirklich spontan. Ich schraube da am Synthi rum, bis die Marin sagt, stopp, das ist jetzt mal eine coole Line, bleiben wir mal bei der. Und dann schauen wir, welcher Text vielleicht dazu passt, und davon geht man weiter. Und der Text gibt die Stimmung vor, und wir überlegen uns, wie können wir die Stimmung und die Aussage dieser Geschichte am besten musikalisch umsetzen. Das heißt, dass drum eben eine Elektrobank drauf ist und eine andere Nummer, die eher an Ennio Morricone oder Filmmusik erinnert. Darum haben wir auch ein sehr breites Spektrum an musikalischen Stilen jetzt drauf. Wir freuen uns natürlich schon wieder auf Live-Konzert auf jeden Fall. Also jetzt wird es echt langsam Zeit. Und leise sind wir nicht.
trug ich lange Haare, heute ist mein Schädel kahl. Gestern trug ich einen Namen, heute trage ich eine Zahl. Eines Tages einer von den Quälern kommt, um die Nummer auszulöschen, weil sie zu nichts weiterem formt. 64, 34, heute bin ich eine Zahl, morgen nur ein Häufchen Asche, eine Nummer war einmal. 64, 34, 6, 4, 3, 4. 64, 34, heute trage ich eine Zahl.